war kein guter Wochenstart gewesen, den ich da erlebt hatte. Jedenfalls keiner, den man sich so wünschen oder aussuchen würde. Was war passiert? Unser Sohn war nach Hause gekommen von der Schule und er hatte ein blaues Auge. Das heißt, die Brille war kaputt und er war in einer Mobbing-Attacke wirklich heftig aufs Auge geschlagen worden. Das Auge war eingeblutet, es ist angeschwollen gewesen und es prangte in allen Farben, die man so kennt. Arztbesuche folgten, der Optiker, Gespräche mit der Schule, der ganze Aufriss eben. Ich dachte darüber nach, warum ist uns das passiert? Wir hatten ja gebetet um Schutz, um Bewahrung, dass der Herr wirklich unsere Kinder beschützt auf allen ihren Wegen. Nun saß ich da und ich bemerkte, wie in meinem Herzen diese Fragen hochkamen, dieses Gefühl von Ohnmacht oder diese Fragen, Herr, wo warst du? Hatten wir nicht alles richtig gemacht? Ich schloss meine Augen und ich merkte, die ersten Tränen rollten, denn wenn unseren Kindern so etwas passiert, dann laufen wir Eltern zur Höchstform auf. Und ich betete, Herr, zeig mir, was das uns heute sagen soll. Was ist da eigentlich passiert? Ich sah ein inneres Bild vor meinen Augen. Ein Adlerjunges war aus dem Nest gefallen. Es fiel und fiel und es schrie und nichts war anscheinend zu spüren von Hilfe des Adlervaters. Als es fast nicht mehr ging, bemerkte dieses Adlerjunge, dass da etwas Dunkles, Weiches sich unter es drunter schob. Und es ließ sich fallen und es landete auf dem Rücken des Adlervaters und wurde getragen. Das ist ein interessantes Bild, dachte ich. Und ich wusste genau, dass der Herr zu mir sprach. Ich holte meine Konkordanz und wollte wissen, gibt es in der Bibel eine Stelle, die mir darüber berichtet und dass der Herr mir dadurch etwas sagen möchte. Und ich fand in der Konkordanz gleich mehrere Stellen über Adler und über die Adlerflügel. Und die erste Stelle, die ich aufschlug, die möchte ich dir jetzt sagen. Die ist total genial für mich damals gewesen und auch heute für mich total wichtig. Aus 5. Mose 32, Vers 11. Ich lese vor, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein. Das war's. Das war total wichtig für mich. Dieses Gefühl, dieses ohnmächtige Ausgeliefertsein, dieses Negative, was da in mir und an mich dran kam, wo der Feind mich einfach bedrängte in seinen Gedanken, die er mir negativ vorlegte, sprach der Herr mir zu, du bist nicht allein. Ich komme unter deine Gedanken, unter deine Mühsal, unter deinen Verlust, unter dein ganzes, was du empfindest und ich trage dich. Ich bin bei dir. Es gibt eine andere Bibelstelle, da heißt es, die Schwingen bedeckten mich. So, du kannst sicher sein, wenn du in diesen negativen Dingen reinkommst, wenn du angegriffen bist, wenn du nichts mehr siehst und denkst, du fällst und fällst und nichts ist da, der Herr kommt unter dich. Seine Schwingen tragen dich dadurch. Du kannst darauf ausruhen. Du musst nicht kämpfen. Du kannst dich darauf ausruhen. Es heißt hier, er breitet seine Flügel aus, er nimmt dich auf und er trägt dich und er leitet dich. Wir haben diesen Text auch unten schriftlich auf unserer Seite, den kannst du nochmal nachstudieren. Auch die Bibelstelle. Lass sie zu dir sprechen, ganz persönlich in dein Herz. Wenn du heute mit Negativen zu kämpfen hast, denk dran, der Herr kommt und er nimmt dich auf seine Schwingen und trägt dich. Gott hat mehr für dich.